Endlich, die Alien-Invasion hat begonnen. Destroy all humans. Das Spiel ist dem einen oder anderen bestimmt schon bekannt. Jetzt wird es Zeit, dass wir es auch endlich mal spielen als Alien. Das wird aber auch hier jetzt langsam mal Zeit. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, wie weit wir heute spielen. Keine Ahnung, ich wollte es eigentlich erstmal ausprobieren. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Okay, alles richtig eingestellt. Na dann kann's ja losgehen. Drücke eine beliebige Taste, um die Invasion zu beginnen. Geschenke erhalten. Krieg statt Liebe. Neue Skins zur Sammlung hinzugefügt. Okay. Jawohl. So, wir spielen natürlich ein neues Spiel. Gibt es irgendwelche Optionen, wo man bedenken muss? Sprache Deutsch. Tutorial aktivieren. Ja, das lassen wir mal alles an. Wie gesagt, jetzt wollen wir es erstmal ausprobieren. Tastaturbelegung. Ja, das ist auch alles. Linke Maustaste Feuer abwerfen. Waffe abfeuern. Extrahieren. Interagieren. Mhm. Dann Krypto. Kann man hier springen. Ah, das... Was? Psy-Kräfte? Holobub. Cortex-Scan. Aha. Okay. Dann können wir auch das Raumschiff steuern. Entführungsstrahl, Energie. Und so weiter und so fort. Jawohl. Gut, jetzt gucke ich nochmal, wie es mit dem Ton aussieht. Okay. Na, dann fangen wir mal an. Menschen des Planeten Erde, Achtung! Auch wenn diese Aufzeichnung modernisiert wurde, sind die Inhalte und die historischen Daten zur ursprünglichen furonischen Invasion nahezu identisch geblieben. Die Geschichte war... Okay, danke, dass du mir Zeit zum Vorlesen bringst. Gibst. Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren könnten, die in freundschaftlicher Erwartung den historischen Moment herbeisehnen, in dem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt? Welche Legenden würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt traten? Systeme bereit, General. 4. Komm schon, Baby. Zeig uns, was du drauf hast. 3. Was zur Hölle? 2. Was zum Henker ist denn das? 1. Nein, stopp! Stopp den Countdown! Inkompetenter Narr, ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Box? Du wirkst etwas, wie sagt man, etwas verstopft.
Sagen wir mal, hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nicht viele von uns wissen das, aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Crypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden, vielleicht gefangen, wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich würde keine voreiligen Schlüsse... Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox. Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln und so ist es auch jetzt. Und was? Zweiteres. Vielleicht hast du ja recht, 137. Klar habe ich recht. Was glaubst du denn? Ein Kryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich muss, verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld, Krypto, Geduld. Ich habe verstanden. Bereite das Mutterschiff vor. Genau das wollte ich hören. Also, wie heißt dieser lausige Planet? Unser Ziel, meinst du? Der Planet Erde. Ja, genau so ist es nämlich. Es gibt eine Nonillion Sterne im sichtbaren Universum, aber irgendwie kommen alle Aliens auf die Erde. Naja, vielleicht auch nur die Aliens, die wo gerade in der Nähe sind. So, ich mache mich hier mal ein bisschen kleiner, dass man auch was sehen kann. Moment, so. Also vor allem erst mal ein richtig, richtig tolles Intro. Und Crypto ist wirklich ein richtig cooles Alien. Also mit dem würde ich gerne mal eine Runde dunkle Planet Cola trinken gehen. Ja, so, jetzt gehen wir direkt rein ins Spiel. Ich mache mal das Spielton ein bisschen leiser, damit man mich auch hören kann. So. So, neue Mission. Destination Earth. Ziel Erde. Ja. Turnispeed-Farm-Sammlungen und Herausforderungen. Ah, okay, das wird hier dann freigeschalten. Hier ist die Missionsauswahl. Es gibt ja noch nicht so viel. Pox Labor. Willkommen in meinem kleinen Labor. Vielleicht wusstest du das nicht, aber ich betrachte mich als eine Art Erfinder. In meiner Freizeit habe ich ein paar Sinnleitungen und Akkus für Waffen und für verschiedene Fähigkeiten entwickelt. Ich wäre bereit, sie mit dir zu teilen. Falls du etwas im Tausch anbieten kannst. Zum Beispiel etwas von dieser Größe, die du in Essen gesammelt hast. Ja, sehr gern. Also hier werden praktisch bestimmt unsere Fähigkeiten, also von Crypto, also von uns, Gehirnextraktion, Psychokinese, Cortex-Scan, Schub, okay. Dann das Raumschiff, was das Raumschiff so alles kann. Also es war jetzt, was wir alles können, unsere Fähigkeiten oder was wir noch erlernen können und das, was das Raumschiff Quantenkonstruktor. Uiuiui. Schallwelle. Natürlich, ein Todesstrahl darf nicht fehlen. Repulse. Otron. Okay. Schutzschilde dürfen auch nicht fehlen. Ja. Nicht schlecht. Das ist dann das Archiv. Hier können wir Tutorials wiederholen.
Skin-Auswahl. Ah, da könnte man, kann man unser Aussehen. Also dieses Aussehen, das. Oh, da bewegt sich sogar. Hm? Das sieht richtig, richtig cool aus. Also Krypto sieht richtig cool aus. Ich mag auch seinen Raumanzug. Gut, das ist noch alles gesperrt. Die anderen Sachen. Es ist kein Mensch. Schlimmster Albtraum. Mutant. Der Mutant. So. Alles klar. Dann, was gibt es da noch? Halt, Moment. Ah, das ist noch. Das ist noch gesperrt. Da ist noch nichts drin. Invasionsbericht. Was müssen wir als Mann? Kühe entführen. DNS sammeln. Eingesammelte furonische Drohnen. Aha. Ausgelöschte Bauern. Terrorisierte Zivilisten. Oh, wir können also richtig, richtig Ärger und richtig Stunk machen. Das wird ja ein Riesenspaß. Ja. Das verspricht ein Riesenspaß zu werden. So. Achso, Spiel fortsetzen. Natürlich, wir wollen weiterspielen. Und starten jetzt die Mission. Ziel Planet Erde. Achte auf die Alarmstufe. Mehr Aufmerksamkeit von Menschen heißt auch mehr Verstärkung. Also von Seiten der Menschen. Polizei und Akte X und so weiter. Blue Moon. Blau ist immer gut. Autopox an Kryptosporidium 137. Bitte komm, Kryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht? So sicher an Bord des Mutterschiffs. Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet. Also, Krypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Diese eutertragenden Wiederkäuer wirken dominant. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich fürchte schon. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Kryptosporidium! Ja, es gibt viele. Es gibt schon viel Kühe, die dominante Lebensform auf der Erde sind. Ja. So, okay, was müssen wir jetzt machen? Also, er sieht schon cool aus, ne? Er sieht schon cool aus. Also, ich liebe Krypto jetzt schon. müssen wir dahin, da wo es so leuchtet? Ja. Ach, cool, wir können hier in der Matschpfütze rumlaufen. Das ist ja cool. Mal springen. Ja, Moment. Hui.
Das ist ja schön. So, was soll ich nochmal drücken? Ich habe mich aufgepasst. Ah, ja. Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr unangenehm. Irgendwelche Einwände? Erdling, ich spreche mit dir. Antworte oder du wirst vaporisiert. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Haha, ist schon interessant. Aliens. Unglaubliche Macht der Psychokinese-Kryptor. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hebe sie in die Luft. Also diese Aliens wissen noch gar nicht, welche Lebensform hier dominant ist. Also die wissen von den Menschen noch gar nichts. So, was... enthalten... Was muss ich machen? Perfekt! Ah, ich kann ja auch andere Sachen rumwerfen. Hui! Ich will noch ein bisschen in die Pfütze reinspringen. Das ist cool. Das Tutorial, das gefällt mir richtig gut. Das ist voll nach meinem Geschmack. War da hinten nicht auch noch ein bisschen Matsch? Nee, da. Kann ich die ins Wasser schmeißen? Um die Kühe zu töten. Ach so. Oh, was? Oh, ist das gemein. Gute Arbeit, Krypto. Oh, ist das gemein, die armen Kühe. Martha, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen. Moment mal, das ist ein Steak, das ist, du heiliger Strohsack. Martha, gib mir die Flinte! Das sieht nach einem Fall für den Zappomatik aus. Geh, den Farmer! Jetzt verliere den Hirnstamm aus dem, was von diesem Betriebslandwirt noch übrig ist. Aufnehmen und so Furonen, die es sammeln. Ah. Perron, komm her, das musst du dir anziehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. So was hab ich wirklich noch nie.
Nein! Krypto ist nicht blau, grün. Ich bin nicht grün. Graublau. Solange Schilde über Energie verfügen, schützen sie sich vor Schaden. Wenn der Schild nicht vollgeladen ist, zeigt dir ein Balken den aktuellen Stand an. Okay. Wenn du getroffen wirst oder Wasser berührst, verlierst du Schildenergie. Was bei Wasser auch? Oh. Einige Effekte erzeugen mehr Schaden als andere. Wenn er keinen neuen Schaden erleidet, wird sich der Schild nach ein paar Sekunden wieder aufladen. Die Schildanzeige wird rot, wenn keine Energie mehr zur Verfügung steht. Gut, das ist klar. Ein einzelner Treffer könnte dann tödlich sein. Weiche Schüssen aus und ziehe dich aus dem Kampf zurück, bis der Schild sich wieder auflädt. Das Einsammeln von Hirnstämmen setzt die Verzögerung beim Neuladen des Schilds herunter. Das Schiff verfügt über einen eigenen Schild. Um ihn zu laden, musst du den Energieentzug des Schiffes auf Menschen oder Fahrzeuge anwenden. Die Schilde des Schiffs laden sich nicht eigenständig wieder auf. Also wir können Menschen oder Fahrzeugen die Energie entziehen. Okay. Sei gnadenlos, lass keinen am Leben. Ey! Kann man da auch irgendwie was? Ja! So, haben wir schon alle. Nicht willkommen? Oh, das ist aber gemein. So ein gut aussehendes Alien ist nicht willkommen. Bitteschön. So, das habt ihr jetzt davon. So ein gut aussehendes Alien zu schießen. Guten Abend, Miss Turnipseed. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen. Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen! Was ist das? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone! Crypto! Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raumschiff zu verschaffen. Wenn diesen Erbsenhirn dein Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Vaporisiere sie, Krypto! Oh, nur nicht ins Wasser fallen. Also ich mag ja so Bauernhöfe und das jetzt zu zerstören, das ist jetzt, das tut jetzt fast weh, aber Moment, habe ich überhaupt die Tonung? Ja.
Aber irgendwie macht's auch Spaß. Ich meine, wir wollen hier ja nicht auffallen, ne? Wir wollen hier ja nicht auffallen, deswegen zerstören wir jetzt alles. Na, wo ist denn hier noch was? Ah, hier. Das Holzgen. Ja! Jetzt kommen natürlich noch mehr Leute. Oh oh. Na, der Panzer da ist aber hartnäckig. Ja? Hä? Wo ist denn das? Da. Sag mal, was sind wir denn? Hallo! Oh! Das wiederholen wir nochmal. Meteoriteneinschlag. Sternschuppe stürzt zur Erde, brennt örtlichen Bauhof nieder. Ja! Wir sind eine Sternschnuppe. Wo ist denn der? Aha.
hole ich zum letzten Schlag aus. Lösche sie alle mal aus. Na? Da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. Hervorragende Arbeit, Quinto. Danke. Ja, bei Kip klappt's fast nie im ersten Durchgang. Hast du das auch gesehen? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesehen? Ein kleines grünes Männchen in einer Untertasse, das die beste Einheit der US Army ausgelöscht hat. Ja, gut, ich auch. Grün? Nicht grau? Mach dich nicht lächerlich. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich. Was denn? Das heißt, die Zeitungen hatten ausnahmsweise mal recht. Ruf Silhouette an. Der schlimmste anzunehmende Fall ist eingetreten. Sagen die Streber etwa richtig? Ich glaub's ja nicht. Solltest du aber. Roswell war erst der Anfang. Die Invasion hat begonnen. Ja, Mission erfolgreich. Was? Ertränke eine Kuh im See, tötet die Frau des Bauern mit Hilfe eines Hühnchens? Missionsfortschritt 90%. Okay. Rinderverstümmelung waren. Bauer verschwindet inmitten von Kuhmisshandlungsanklagen. Ach du Schande. Oh ja, und da auf der rechten Seite so ganz nebenbei eine Nuklearbombe. In welchem Jahr ist denn das überhaupt? Das steht nicht dort. Nee, Six Sense. Aber es ist anscheinend schon nach dem Roosevelt-Vorfall. Na dann, ich weiß, was du jetzt denkst. Was kann ich als einfacher Neuling tun, um bei der Vernichtung der Erde und dem Aufstieg des Furonischen Imperiums zu helfen? Ich verrate es dir. In der Frühphase des Imperiums haben wir bereits realisiert, dass unsere Spezies dem Tode geweiht ist. Äonenlang haben wir Kriege gegen unterlegene Rassen geführt, mit Atomwaffen, die unsere Gene mutieren ließen. Wir konnten uns nicht mehr fortpflanzen, was auf den Mangel an Genitalien zurückzuführen ist. Glücklicherweise stieß ein Furonenschiff auf dem Rückweg von der Zerstörung der Marsianer auf die Erde. Die menschliche Gesellschaft war jung und paarungswillig. Unsere Kadetten waren auf einem fremden Planeten, sie wollten Dampf ablassen. Die Kurzfassung davon ist, jeder einzelne Mensch, der heute auf der Erde lebt, hat tief im Innersten seines genetischen Codes einen Strang Furonen-DNS. Im Laufe der Äonen haben wir zwar gelernt, uns zu klonen, aber mit jeder neuen Version geht ein Informationsverlust einher und die Ergebnisse werden unvorhersehbar. Die Furonen-Gene in der menschlichen DNS sind uralt und unberührt. Sie stellen die Zukunft unserer Spezies dar, wenn wir sie nur erlangen könnten. Das ist eine interessante Story. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Das ist eine interessante Story, die gibt's, glaube ich, auch in irgendeiner Science-Fiction-Geschichte, wo sich die
die Gene langsam degenerieren. So, was haben wir hier? Sabomatic, den Desintegrationsstrahl. Gut, wenn man da unten. Das kann man jetzt dann schon in Anführungszeichen kaufen. Gut, da ist noch nichts. Fluxozellenkondensator erhöht die Ladung der Zeppo 0 Zellenbatterien. Gut, das ist alles noch gesperrt. Okay. Und am Raumschiff kann man da auch irgendwas schon machen. Aha, der Todesstrahl. Atomblasenerzeuger. Okay, das ist das, was wir an, in Anführungszeichen, Geld haben, diese Gene. Die Brenndauer des Bodens. Ja, was ist denn da jetzt am sinnvollsten? Dass wir unser Raumschiff verbessern? Oder dass wir uns an uns etwas verbessern? Ich habe halt keine Ahnung. Was das bedeutet. Ich mache das jetzt einfach mal. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, ich glaube, ich bin direkt vor dem Bild, wo immer die Errungenschaften eingeblendet werden, ne? Naja, egal. Im Archiv ist auch was. Okay, was ist das hier? Okay. Das ist das, was wir jetzt gerade verbessert haben, glaube ich. Ja. Schnittstelle ziehen, Einung. Fokuswechsel. Alarmstufen. Psionische Schnittstelle. Also ich lese das jetzt nicht alles vor. Ihr könnt ja Pause drücken und gucken. Aber ich glaube, das muss man alles in Ruhe dann... Na gut, da war ich schon. Moment. Was ist denn das? Missionsfortschritt. Erdränger IQ im See, neues Artwork. Was bedeutet das? Das hätte mich interessiert. Tötet die Frau des Bauern mit Hilfe eines Hühnchens. Das ist da drüber. Kann man das irgendwie... Nö. Okay. Da müssen wir hier Missionsauswahl. So. Ja, dann, wir haben eine neue Mission. Earth Women are Delicious. Also mit... Ja, das war Destroy All Humans, One Giant Step on Mankind. Wenn ihr mehr von dem coolen, richtig coolen Crypto-Alien sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann bald Teil 2 wieder, wenn es wieder heißt, Destroy All Humans bei einer nächsten Mission. Das war's, es hat mich gefreut. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Kipp Supernova, over and out.